Hallo, guten Tag, super danke, dobrodošli u moderne glagole misleno da möchten, dürfen oder können. Hajde da naučimo moderne glagole, da naučimo kako da ih stavimo u rečenicu, da ih stavimo u lice koje je odgovarajuće lice, ali i da naučimo kako glasi zavisna rečenica sa modernim glagolom. I ponovit ću ovo 25 puta u ovom klipu, tako da ćete sigurno zapamtiti kad imamo zavisnu rečenicu i moderni glagol na kraju. Ok, krećemo onda. Cilj nam je za danas können, dürfen, müssen, sollen, möchten, sollen, no? Da biste vi stavili. Ich leider nicht kommen. Ich habe keine Zeit. Ne mogu, je tako? Nažalost, ne mogu da dođem, nemam vremena. Dakle, kako ćemo reći ich kann. Ich kann leider nicht kommen. Ich habe keine Zeit. Dakle, glagol je können, moći. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann. Wir können, ihr könnt, sie können. Also, ich kann leider nicht kommen. Kannst du kommen? Nein, ich kann leider nicht kommen. Warum kannst du nicht kommen? Ich habe keine Zeit. Ich bin sehr beschäftigt. Ich muss arbeiten. Ich habe viel zu tun. Ich muss etwas erledigen. Und ich kann nicht kommen. Broj 2. Ich leider nicht kommen. Mein Vater hat es mir verboten. Ich nicht kommen. Mein Vater hat es mir verboten. Dakle, u ovom slučaju nije da ja ne mogu, niti da neću, nego da ne smem. Dakle, ovaj dürfen, smeti, ne smem da dođem, tata mi zabranio. Ich darf leider nicht kommen. Ich darf leider nicht kommen. Aber warum darf ich nicht kommen? Weil mein Vater es mir verboten hat. Mein Vater hat es mir verboten. Zabranio mi otac. Dakle, ove dve rečenice su slične, a različite, ali eto, odmah mi je palo na pamet, naravno da ih možemo spojiti u jednu rečenicu i provežbati zavisnu rečenicu odmah. Dakle, da kažemo ne mogu da vam dođem jer nemam vremena. Ich kann leider nicht kommen, weil ich keine Zeit habe. Dakle, glagol na kraju. Ich kann leider nicht kommen, weil ich keine Zeit habe. Und ich darf leider nicht kommen, weil mein Vater es mir verboten hat. Weil mein Vater es mir verboten hat. Ova druga je malo teža, zato što je u perfektu. Imamo dva glagola da poređamo u zavisnom. Ok, ich kann nicht kommen, ich darf nicht kommen. Idemo broj 3. In der Bibliothek man nicht laut sprechen. Što neki nekad i ne poštuju. Dakle, šta se u biblioteci ne može, odnosno bolje reći, ne sme raditi. Znači, ne sme se laut sprehe, ne sme se pričati. Naravno, možemo mi reći da je biblioteka kann man nicht laut sprehe. Ne može da se priča, ali više u pitanju neka zabrana. Dakle, darf man nicht laut sprehen. In der Bibliothek, es ist verboten laut zu sprechen. Man darf nicht laut sprechen. In der Bibliothek. Im Café zum Beispiel darf man laut sprechen und auch singen. Znači, in der Bibliothek darf man nicht laut sprechen, aber im Café oder in der Diskothek darf man und kann man laut sprechen und auch laut singen und tanzen. Broj 4. Der Arbeiter heute früher nach Hause gehen. Znači, očigledno, danas ranije kući ići sme. Hajde da kažem, naravno možemo reći može. Der Arbeiter kann oder der Arbeiter darf. Ali, pošto ipak na poslu ima neko radno vreme, tako koje treba da ispoštuje, onda ćemo reći ich darf heute früher nach Hause gehen. Smem danas kući. Oder ich kann heute früher nach Hause gehen. Šef mi je rekao da danas smem ranije kući. Da napravimo opet zavisnu rečenicu. Der Chef hat mir gesagt, dass ich
heute früher nach Hause gehen darf. Oder dass ich heute früher nach Hause gehen kann. Znači kan ili darf, znači modali uvek u zavisnoj rečenici idu na kraj. Du mit dem Zen Uhrzug fahren. Znači, nije smiješ, tako možeš. Sad drugo lice. Du kannst. Du kannst mit dem Zen Uhrzug fahren. Znači, možeš ići vozom u 10. Znači, možemo reći, stići ćeš na vreme jer možeš ići vozom u 10. Du wirst pünktlich kommen, weil du mit dem Zenuazug fahren kannst. Znači, onda na kraju. Du bist glücklich oder du hast heute Glück, du wirst pünktlich sein, du wirst nicht Verspätung haben, nećeš imati kašnjenje, nećeš zakasniti, weil du mit dem Zenuazug fahren kannst, jer možeš sa vozom u 10. Sie mir bitte sagen, wo das Hotel ist. Naravno. Kennen, jel tako? Opa. Also. Kennen. Ili tu također možete koristiti i onaj drugi oblik. Könnten. Još ljubaznije. Da li biste mogli? Da li možete? Kennen Sie? Da li biste mogli? Könnten Sie mir bitte sagen, wo das Hotel ist? Wo ist das Hotel? Könnten Sie mir bitte sagen, wo das Hotel ist? Das, sledeće das, du nicht tun, sonst bekommst du eine Geldstrafe. Ne smeš to da radiš, inače ćeš dobiti novčanu kaznu. Also du darfst das. Zvinjam se, das darfst du nicht tun. Warum darf ich es nicht tun? Jer ćeš dobiti kaznu. Du darfst es nicht tun, weil du eine Geldstrafe bekommen kannst. Oder bekommen wirst. Znači, ne smiješ to da radiš jer možeš da dobiješ kaznu. Du darfst es nicht tun, weil du eine Geldstrafe bekommen kannst. U zavisnoj model na kraju. Ich auto fahren, aber ich noch nicht. Ich bin noch nicht 18 Jahre alt. Also, ich umem, ali ne smem, jer još nemam 18. Also, ich kann auto fahren, aber ich darf noch nicht. Ich kann auto fahren, aber ich darf noch nicht Auto fahren, ich bin noch nicht 18. Also, ne smem da vozim jer još uvek nemam 18 godina. Ich darf noch nicht Auto fahren, weil ich noch nicht 18 bin. Weil ich noch nicht 18 bin. Wer mir sagen, wie spät es ist? Wer kann mir sagen, wie spät es ist? Pazite na inverziju. Dakle, wie spät ist es? Direktno pitanje. Wer kann mir sagen, wie spät es ist? Sie ist leider krank. Sie nicht zum Unterricht kommen. Sie ist leider krank. Sie nicht zum Unterricht kommen. Also, sie kann nicht zum Unterricht kommen. Warum kann sie nicht zum Unterricht kommen? Weil sie krank ist. Sie ist krank und deshalb kann sie nicht zum Unterricht kommen. Wenn sie will, ako želite, ich ihr, ako ona želi, wenn sie will, mogu je pomoći. Kann ich ihr helfen? Wenn sie es will, kann ich ihr helfen. Ona je srećna jer ja mogu da joj pomognem. Sie ist froh, weil ich ihr helfen kann. U zavisnoj model na kraju.
Sie ist froh, weil ich ihr helfen kann. Du machen, was du willst. Na, so wie ich, muss dreist da hotisch, was mir wege. Du kannst machen, was du willst. Es ist mir egal, was du machst. Du kannst machen, was du willst. Dobro. U čekaonici se mora biti miran, jel tako? Im Wartesaal. Ajde da kažemo, recimo, malo da ubacimo neki drugi. Soll man ruhig sein. Dakle, ovo su, naravno, sad neke predlozi sa sollen. Man soll im Wartesaal ruhig sein. Treba da se bude miran. Man soll in ruhig sein. Also, sprich nicht so laut, weil im Wartesaal man ruhig sein soll. Zavisno je model na kraju. Sprich nicht so laut, weil im Wartesaal man ruhig sein soll. Ich komme später, ich noch etwas erledigen. Moram. Ich komme später, doći ću kasnije, moram nešto da obavim. Ich muss etwas erledigen. Doći ću kasnije jer moram nešto da obavim. Ich komme etwas später, weil ich noch etwas erledigen muss. Weil ich noch etwas erledigen muss. Zavisno je model na kraju. Er spricht so leise, man aufpassen, um ihn zu verstehen. Man muss vorsichtig sein und aufpassen, um ihn zu verstehen. On priča tako tiho i moraš da paziš da bi ga razumeo. Also, warum muss man aufpassen, um ihn zu verstehen? Weil er so leise spricht. Er spricht so leise und deshalb muss man aufpassen, um ihn zu verstehen. Ona kaže, ti sie heute anrufen, da bi ti trebalo da je pozoveš ili da treba da je pozoveš, du sollst, da solltest, solltest bi bio konjunktiv, trebalo bi, a du sollst treba da. Was sagt sie? Sie sagt, dass du sie heute anrufen sollst. Dakle, ovdje imamo bez das rečenicu. Sie sagt, zarez, du sollst sie anrufen. To je okej. A možemo da ubacimo das, pa da kažemo sie sagt, dass du sie heute anrufen sollst. U zavisnoj model na kraju. Sie sagt, dass du sie heute anrufen sollst. Kannst du mir helfen? Ich weiß nicht, was ich tun. Ne znam šta da radim. Was ich tun soll. Kannst du mir helfen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Er soll mir helfen, on treba da mi pomogne, jer ja ne znam šta da radim. Er soll mir helfen, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Lekar kaže da moram da ostanem ili da treba da ostanem par dana, znači ovdje možemo ich muss, odnosno ich soll, ein paar Tage im Bett bleiben. Ne mogu na posao jer moram da ostanem u krevetu. Ich kann nicht zur Arbeit gehen, weil ich ein paar Tage im Bett bleiben soll. Oder muss. U zavisnoj model na kraju. Ich kann nicht zur Arbeit gehen, weil ich ein paar Tage im Bett bleiben soll. Šta treba da se popravi? Was soll ich reparieren? Was soll ich reparieren? Ja idem tamo jer treba nešto da popravim. Ich gehe dort, weil ich etwas reparieren soll. Weil ich etwas reparieren soll. Model na kraju. Bei diesem Wetter du dich warm anziehen, sonst erkältest du dich. Znači, trebalo bi, treba da. Bei diesem Wetter sollst du dich warm anziehen, sonst erkältest du dich. Neko je baš ljut i trubi već pola sata. Bei diesem Wetter sollst du dich warm anziehen, sonst erkältest du dich. Ich mag diesen Job nicht, ich unbedingt
aufhören. Einmal durch die Moschelle. Ich möchte. Ich mag diesen Job nicht. Ich möchte unbedingt aufhören. Ne volim ovaj posao i želela bih obavezno da dam otkaz. Ich möchte aufhören. Sie Kinderbetreuerin werden. Sie Kinder. Znači ona želi. Sie möchte Kinderbetreuerin werden. A voli decu. Sie mag Kinder. Znači mögen je glagol. U prezentu sie mag, konjunktivu sie möchte. Sie einen Sprachkurs besuchen, sie Fremdsprachen. Znači oni bi želeli da posjećaju kurs, sie möchten einen Sprachkurs besuchen, jer vole jezike, sie möchten, sie mögen, množina, izvinjam se, sie mögen Fremdsprachen. I sad spojimo sa weil. Sie möchten einen Sprachkurs besuchen, weil sie Fremdsprachen mögen. Sie möchten einen Sprachkurs besuchen, weil sie Fremdsprachen mögen. Ich bin so dick. Ab morgen ich weniger essen. Znači, debel sam od sutra. Ha. Soll ich weniger essen? Treba manje da jedem. Muss ich weniger essen? Moram manje da jedem. Vielleicht muss. Ab morgen muss ich weniger essen oder soll ich weniger essen, weil ich so dick bin. I posljednja, ich weiß genau, was ich möchte oder will. Znam tačno šta bi želeo, ja bi da budem Lehrerin. Ich möchte Lehrerin werden. Ich weiß genau, was ich möchte, was ich will. Ich möchte Lehrerin werden. Sie möchte Lehrerin werden, weil sie Kinder mag. Jer voli decu. Ok. To je to. Vidimo se u narednom klipu. Like and subscribe. Ne zaboravite. Tschüss.